Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020. Mein Team hier bei Heisenberg zockt. So, es geht nach Ungarn und wir kommen aus, weiß ich gar nicht mehr, irgendwo kommen wir her und wurden da, glaube ich, Zehnter. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, das kann doch nicht so schwierig sein. Wo waren wir denn vorher? In England, genau, auf der Insel. Ja, eben, Ungarn. Von Ungarn wünsche ich mir primär, dass es so bleibt, wie es ist. Und was fast noch wichtiger ist, bitte trocken, bitte kein Regen. Wir gehen mal rein. Die KI lassen wir. Ich fand das letzte Rennen, wie gesagt, relativ gut, also sogar sehr gut. Nicht von der Platzierung her, aber da waren halt zwei Kämpfe drin. Wir hatten Fights. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ich würde sagen, wir erneuern die mal, weil wir haben ja gerade geguckt beim letzten Mal. Moment, jetzt müsste ich hier schnell, zack, die Aktivitäten. So, installieren. Einrichtungen, 15 Millionen, da würde ich nicht allzu viel machen. Beim Feebaum. Ja, könnte eng werden. Ja, wird nicht eng, geht gar nicht. Fahrzeug, alles im grünen Bereich soweit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum. Wir düsen nach Ungarn, beziehungsweise wir starten das mal. Wir starten mal die Woche mit unserem güldenen Fahrzeug und schauen, was da kommt. Ungarn. Weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr, was das für eine Strecke ist, aber wir werden es sehen. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Okay. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut. Ja, bau mal. Wir gehen rein. Getriebe ersetzen, gerne. Natürlich sogar. Das kostet ja nichts, weder Punkte noch sonst was. Das wird immer wieder einfach gemacht. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Also Training, ich werde wahrscheinlich ein, zwei Runden brauchen. Dann werde ich eh wieder wissen, wo wir sind. Und sonst wird schwierig. Nein, werde ich schon irgendwie rausfinden. So, es lädt. Einmal rein. Nachrichten. Oh, das Wetter. Ja, ich bin wirklich am Leiden jedes Mal. Also nach diesem einen Rennen in Österreich mit wirklich mit Starkregen. Eieiei, nein, das brauche ich echt nicht nochmal. Okay, Qualify Sonne und der Rest, meinetwegen bewölkt, ist in Ordnung. Das muss uns nicht stören. Hoher Kontostand bei 15 Millionen. Kollege, wir haben noch einen Fahrer, den wir bezahlen müssen. Ja, können wir alles lassen. Wir gehen eins zurück und gehen ins erste Training. Und laden uns ein hoffentlich gutes Setting. Die Settings waren eigentlich jetzt in den letzten Rennen alle okay, fand ich. Da in Österreich mit dem Regen konnten wir nichts machen. Hoffentlich erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Ja, das würde ich auch begrüßen, wenn da noch ein bisschen was erhöht wird. Aber erstmal gucken. Ungarn. Ungarn, und zwar, wenn es geht, Karriere natürlich. Da, Ungarn nass. Nein, Ungarn nass wollten wir nicht. Also brauchen wir zum Glück nicht. Hat es beim letzten Mal geregnet, dass wir hier waren? Offensichtlich ja. Haben wir sonst noch was? Kanada, Kanada. Nein, wir haben tatsächlich Ungarn nur bei Nässe. Ja, da tatsächlich. Okay, dann würde ich aber das lassen. Dann gehen wir mal schnell zum Steam Workshop und gucken, was wir finden. Ungaria. Bach rein. China? Nein. Irgendwo müsste hier Ungarn sein. Da, Hungari. Genau. Bitte laden. Habe ich, glaube ich, nicht schön erwischt. Jetzt. Das wäre schon mal trocken. Das wäre nicht schlecht. Try. Das ist wieder Zeitdingens. Nein, ich möchte eben nicht das Zeitdingens. Ich möchte die Karriere, wenn es irgendwie geht. Hier, der hat 4 Sterne. Das klingt nicht schlecht. Auch Time Trial, trocken. Sonst machen wir halt Time Trial. Ist ja eigentlich nicht so wichtig, weil wir fahren nicht das ganze Rennen. Also dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig, ob jetzt das Setting für eine Runde gemacht ist oder für 10. Klar, Karriere wäre netter. Aber wenn ich jetzt hier auf Anhieb gerade nichts finde, Time Trial. Ne, dann nehmen wir das andere, das mit den vielen Sternen. Wir basteln ja je nachdem sowieso nochmal dran rum. Also dich hätte ich gerne. Abonnieren, das hat sogar geklappt. Dann gehen wir hier raus. Escape, drücken einmal auf gelb und dann wird das geladen. Und dann werden wir uns das jetzt mal ansehen im Training. Was das hier für ein Setting ist. Von Gattig. Ich glaube, von dem hatten wir öfter schon mal Settings, wenn ich mich nicht täusche. Aerodynamik, 18. Oh lala, okay, ist das so eine schwierige Strecke? Oder so eine kurvenreiche? Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten ich werde das mal so Daten testen. Das Rennen gut. Und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Ja, sollen wir noch schnell? Moment, ich wollte hier kurz vorbei. Die Streckenakklimatisierung. Machen wir die. Wir machen Start, fliegende Runde. Und dann geht es nämlich auch gleich schon los. Und jetzt mal gucken. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Flügel noch mal ein bisschen verstellt.
Mal schauen, ob das funktioniert oder ob wir da wieder zurück müssen mit den Flügeln. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück. Ja, danke schön, Chef. Ja, man sieht schon, das ist tatsächlich relativ kurvig hier. Und es geht jetzt natürlich mir wieder darum, rauszufinden, ob das Setting in Ordnung ist. Oh, das ist ja massiv kurvig hier. Ja gut, das hat einen Grund gehabt wahrscheinlich, warum der gute Gattik heißt er, glaube ich, die Flügel auf 8 und 10 hatte. Wir sind jetzt auf 7 und 8, glaube ich, runter. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Okay. Also im Moment muss ich sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt die Kurven fahre und sage, ja, ja, das ist die Strecke. Moment. Ja, doch, hier, genau, die ist volle Pulle. Ja, ja, doch, ich weiß wieder welche. Ich dachte gerade für einen Moment, hä? Also hier muss man eigentlich nicht mal groß bremsen. Dafür hier dann ist wieder eine relativ garstige Kurve. Und hier vorne kommt, glaube ich, ein S. Jawohl, das kommt auch. Dann geht es links hoch. Ja, jetzt weiß ich wieder welche. So, ich denke bei 8.10, das war hier das, was hier ursprünglich eingestellt gewesen ist, hätten wir Probleme auf der Geraden. Wobei irgendwie hier so viele Geraden haben wir dann doch nicht. Oh, okay, bisschen rutschen. Ja, es ist tatsächlich, es ist eine sehr kurvenreiche Strecke, das sehe ich jetzt auch gerade. Aber ich würde sagen, so plus minus lasse ich es mal auf dem, was ich habe, oder ein bisschen zurück nochmal. Das ist die Frage. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Es ist ja wirklich das hier. Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Das, was wir gerade hatten bei Start-Ziel. Okay. Na gut, ich wollte sowieso. Das ist mir zu krass, muss ich sagen. Zurück in die Garage schnell. Wir werden die Flügel noch mal ein bisschen anheben, weil wir haben hier kaum eine Gerade. Also wir brauchen Tempo nicht auf der Geraden, wir brauchen sie in der Kurve. 1 Minute 21,4. Jo, das ist definitiv wahrscheinlich schlecht. Definitiv wahrscheinlich. Machen wir hier wieder 8 und machen 9. Okay, gehen wieder zurück. Und testen das nochmal schnell. Na. Moment, ich habe gesagt, wir gehen nochmal schnell zurück. Jetzt. Nein, doch nicht. Hä? Come on. Jetzt. Richtigen Knopf rechts gehabt und links gedrückt, dann kann es nicht funktionieren. Reifenauswahl brauchen wir nicht. Jetzt bin ich ganz raus. Komm mal, ich möchte nochmal hier etwas Spezielles wissen oder den hier. Nö, nö, ich muss nicht was Spezielles wissen. Ich möchte, also ich muss schon was Spezielles wissen. Ja, Chef. Ich möchte wissen, ob das Setting jetzt besser ist. Das war jetzt nicht schlecht vorher. Oh, da kommt gerade einer. Ja, Kollege, komm mal, genau. Mach mir doch noch den Flügel kaputt. Ich bin hier am Üben, Herr Hamilton. Ja, aufpassen muss man sowieso, weil man kommt hier. Uff, ja, man sieht. Na gut, wir zählen das mal noch nicht. Lass mich mal über Startziel hier. So, und jetzt würde ich sagen, können wir das Ganze so testen. In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Ja, in allen. Kurve 13. So, hier muss ich früher bremsen, das geht so nicht. Oh, ich fürchte, das wird schwierig. Hier ein vernünftiges Rennen hinzukriegen. Weil das ist dann doch eine relativ anspruchsvolle Strecke, wie ich gerade merke. Und ja, das Setting, das Setting. Es ist halt, wie ich es mal gesagt habe, im Prinzip bei dem Spiel, es ist nicht umsonst so in der Realität, dass die teilweise, ja teilweise, dass die 3-4 Tage brauchen, um richtiges Setting zu haben und um sich akklimatisiert zu haben bei einer neuen Strecke. Ist im Spiel ähnlich. Man braucht vielleicht nicht gerade 3-4 Tage, aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt hier wirklich mitfahren wollten bei der KI-Stärke, mit meinem Skill natürlich, wenn es einer besser kann, dann ist das kein Problem. Mit meinem Skill, den ich habe, ich müsste tatsächlich, weiß nicht, 2-3 Stunden die Strecke üben, wirklich mit verschiedenen Settings. Und das Thema, das hatten wir ja schon, das geht halt von der Zeit her nicht. Groschau, wir sind hier im Training, was machst du hier für einen aggressiven Kurs? Come on. Aber man hat gesehen, der ist schneller. Ich jag den mal. Ich möchte mal noch gucken, ob ich den nicht wieder einhole. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Naja. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Ja, hier früher bremsen. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Mhm.
Danke für den Bonus. Ich möchte einfach testen, ob ich Grosjean hinterherkomme. Ich muss hier viel früher bremsen. Das ist. Da muss ich mit der 10 noch ein bisschen umgewöhnen. Ja, es geht eigentlich. So vom Tempo her geht, wenn ich schnell fahre. Das war ein bisschen abgekürzt. Das darf ich im Training, ist das relativ egal. So, hier halt massiv bremsen. Ah, cool, das macht gleich wieder Spaß hier, wenn man so Happy Huntings macht. Oh, jetzt hier bei den Kurven. Da zieht er mir davon. Ja, ein bisschen rutschen. Uff, okay, ja. Zack, okay, das wäre es dann gewesen im Rennen. Zum Glück. Nein, ich bin heile. Es ist schwierig, da hinterher zu kommen. Ich würde sogar, wenn ich jetzt so wüsste, wo das war, ich weiß nicht. Wir beenden die Session mal. Ja, ich würde sogar. Ja, lass mich mal kurz das Ganze laden. Ich überlege gerade, ob ich mit der Kino mal runter soll. Aber ich glaube, ich kann das im Training, kann ich das glaube ich nicht mehr ändern. Oder kann ich das im Training noch ändern? Wir sind auf 79, dass wir auf 78 gehen. Dann haben wir einen Kompromiss. Wir hatten schon 77, wir hatten 78. Die Session ist 79. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, nein, möchte ich nicht, möchte hier weiter. So, jetzt mal gucken. Ich weiß, ich habe das ja gerade verstellt. Ach, kann man das abbrechen? Weil wir haben ja gar kein richtiges Training gemacht. Wir hatten ja. Wir haben ja das Auto gegen die Wand gesetzt. Nein, Kommentar zu anderen Teams mit Sicherheit nicht. Klasse. Okay. Ja, freut mich, sie ist immer so nett. Das ist nett. Wenn jemand immer nett ist. So, also schnell gucken. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch verstellen kann. Die KI, wir werden es gleich wissen. Wenn ich es finde, das ist dann noch das Nächste. So, es war bei... Irgendwo hier war es. Ah, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Wochenend. Verlauf. Fahrerdetails. Nachrichten. Da, jetzt habe ich es gefunden. Okay, da können wir nochmal was ändern. Wir sind auf 78, okay. Lasst uns hier auf 77 gehen. Ja, ich denke 77 ist okay für die Strecke. 77 hatten wir, glaube ich, in Frankreich. Da habe ich gewonnen und zwar ohne Probleme. Aber das ist eine andere Strecke, ihr habt es gesehen. Die liegt mir tatsächlich nicht so, behaupte ich jetzt mal. Gut, Änderungen bestätigen. Und das war auch nochmal. Wir werden nochmal kurz... Ne, wir lassen das. Ja, wir lassen das Setting. Es ist eigentlich okay. Ich muss halt natürlich, wie soll ich sagen, anders fahren als im Training. Als ich jetzt den Grosjean gejagt habe, da habe ich volle Pulle gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste. Man hat gesehen, wozu das führt. Bei der anderen Kurve hat es uns dann in die Wand reingebrettert. Das werde ich natürlich im Rennen nicht machen. Das ist klar. Also ich habe es zumindest nicht vor. Und ich hoffe, es passiert dann auch nicht. Läuft hier alles soweit? Jawohl. Sehr gut. Dann können wir eigentlich bereits ins Qualify reindüsen. Außer es wäre jetzt gerade noch was. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Nochmal Nachrichten. Ja. Wissen wir. Strahlender Sonnenschein in Ungarn. Wie schön ist das denn? So, beim Qualify. In das wir jetzt reindüsen. Allora. Ich bin gespannt. Ich tippe auf einen Platz. Ich könnte hier nochmal kurz reingehen. Und das hier vielleicht auch nochmal kurz. Soll ich nochmal ein bisschen langsamer machen, damit wir in der Kurve ein bisschen schneller sind? Ich mache mal 18. Ich weiß, das haben wir jetzt nicht getestet. Aber das ist ja ein Verstellen in Richtung Sicherheit, nicht in Richtung Risiko. Das muss man in dem Sinn nicht testen. Wir sind einfach ein bisschen langsamer, dafür war schon wieder schneller in der Kurve. Also behaupte ich jetzt, wenn man mit den Flügeln raufgeht, da kann nicht Schlimmeres passieren als das, was wir hatten. So meine ich es. Ja gut, nehmen wir. Wir gehen zur Strecke. Und jetzt heißt es volle Pulle, Konzentration. Mal schauen, was wir hinkriegen. Ja, da war ich viel zu langsam um die Kurve rum, zu scheu. Eigentlich fast schon. Naja, ich komme aber besser um die Kurven rum, das merke ich schon. Da komme ich rüber. Übers Ding rüber.
Hier auch ein bisschen abgekürzt, macht aber nichts offensichtlich. Ja, Fünfter, das würde eigentlich noch gehen. Das wäre so schlecht nicht, behaupte ich. Fünfter. Ja, ich würde sagen, das passt. Das ist doch, also für die Strecke, ich bin gerade erstaunt. Ich hätte tatsächlich gerechnet damit. Keine Ahnung, 10., 12., 15. vielleicht sogar. Also da bin ich jetzt fast ein bisschen überrascht. Ich glaube, das war keine schlechte Idee, mit dem Flügel nochmal auf 10 zurückzugehen. Blick auf unsere Top 3. Ja, sauber. De Vries auf der 14. Das ist irgendwie Standard, würde ich sagen. Aha, jetzt schon wieder? Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Ja, das war jetzt so schwer, war es auch nicht. Oh, okay. Nehmen wir die geringste Schwierigkeit, weil wir kommen an einen Verstappen sowieso nicht ran. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Da hat sich die Arbeit am Aero-Paket gelohnt. Ich wusste gar nicht, dass wir da was gemacht haben. Das war dann alles. Gut, freut mich. So, ab ins Rennen. Und jetzt heißt es halt kontinuierlich fahren. Nicht irgendwie möglichst schnell eine Runde, sondern kontinuierlich die Leistung bringen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich bin guter Dinge. Also wie gesagt, Rang 5 ist natürlich tatsächlich... Wir dürfen einfach keine Fehler machen. Dann können wir Rang 5 behalten. Weil, ich glaube, hier überholen ist auch nicht ganz so einfach. In diesem kurvenreichen Ding drin. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, denke ich auch mal. Ja gut, dann let's start in the race. Ungarn, wir kommen mit unserem goldenen Fahrzeug. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ziel, ganz klar, Punkte. Irgendwie ein Platz unter es den ersten 10. Es ist Rennstart in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel 1 Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Das heutige Rennen führt uns zum 4,35 Kilometer langen Ungaroring nordöstlich von Budapest. Die Fahrer müssen sich auf 14 Kurven, 8 rechts und 6 links und eine Piste einstellen, bei der Abtrieb über alles geht und auf der Überholen extrem schwierig ist. Ja. Zeit für den Zum Glück Grand Prix bin ich nochmal aufgegangen. An meiner Seite ist Stefan Römer mit seiner eigenen Perspektive. Warum reden wir nicht über Red Bull? Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, ja, es ist Red an der Bull. Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer. Wissen wir, ich würde gerne ins Rennen gehen. Let's start. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ja, mal gucken, Rang 5 wäre ja okay. Ich würde sagen, wir machen mal. Ich war noch kurz für kleine Rennfahrer. Sonst hätte das hier dann Probleme gegeben mitten im Rennen. So. Gib ihm. Los. Start vernünftig. Jawohl, da kommen wir dran vorbei. Ja, wobei. Auf Dauer sozusagen. Oh. Ja, ich bin auch nicht dran vorbeigekommen. Hat sich aber so angefühlt. Die sind relativ schnell, wie man sieht. Oh, was für ein cooler Zweikampf. Jetzt schon vom Start an. Den konnte ich für mich entscheiden. Wir sind auf der 4. Wir haben die beiden hier vor uns. Das heißt, da haben sie... Weiß nicht, ob sie sich berührt haben, aber zumindest musste Hamilton bremsen. Tolle erste Runde. Weiter so. Danke, aber die ist ja noch nicht mal fertig. Wir stecken noch mittendrin in der ersten Runde. Nicht jetzt mich hier abhängen, Herr Hamilton. Das möchte ich dann überhaupt nicht. Oh, der ist schnell. Der ist sogar sehr schnell. Ich muss mich jetzt hier so rausziehen. Tut das Not? Wahrscheinlich nicht. Eigentlich. Oh, jetzt ist meine RS wieder deaktiviert. Dankeschön. Jei, und hinten kommt Verstappen daher wie eine Rakete. Also müssen wir nach hinten natürlich auch gucken. Der möchte natürlich den vierten Platz haben. Das ist ganz logisch. Der vierte Platz ist relativ begehrt. Vor allem bei den Leuten, die dahinter sind. Bei denen, die weiter vorne sind, wahrscheinlich dann nicht so.
die hauen ab, guck mal. Ich lasse mal das ERS hier laufen. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann schon kurz nach dem Start deaktiviert wird. Ja, nee, mache ich doch nicht. So, wieder rein damit. Jetzt bin ich gefühlt wieder ein bisschen rangekommen, aber ich weiß nicht, ob mich da das Gefühl nicht täuscht. Ah, da wird es wieder deaktiviert. So, ich schweige mal ein bisschen, ich muss mich konzentrieren, damit ich hier vielleicht doch noch mal rankomme. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, schwierig, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Schwierig da ranzukommen, wie man sieht. Hätte ich jetzt hier nicht eigentlich DRS bekommen sollen, können, hätten? Ging hier mir nicht, beziehungsweise ja, ging hier mir nicht. Nichts bekommen. Nichts gewesen außer Spesen. Ja, ihr seht, ich lasse es tatsächlich jetzt drin. Ja, jetzt ist es leider weg. Schade. Ja, ich bin nicht rangekommen, aber er hat uns auch nicht mehr weiter abgehängt. Das ist ja auch schon mal ein Schritt in die Zukunft. Nee, wir sind auf der 4, also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir kämpfen hier gegen einen Hamilton, der ist natürlich schon relativ stark. Und ich behaupte wahrscheinlich zu stark für uns, inklusive seinem Fahrzeug, was okay, wahrscheinlich doch auch noch ein bisschen stärker ist. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du boah, die Strategie da kommt ändern, da einer. Plan A weitermachen? Nein, warum? Warum ist der schneller? Stoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Der hat halt tatsächlich wahrscheinlich die Flügel ein bisschen weniger defensiv. Aber da komme ich noch mal rein, jawohl. Und zwar ohne, dass es, behaupte ich jetzt mal, unfair gewesen wäre. Ein bisschen Kampf hat man natürlich. Oh, da kommt aber schon wieder. Okay, der Abstand ja, berührt mich. 2,5 Sekunden. Da haben wir auch gesehen, unser Avatar hier, der hat tatsächlich die Hand verworfen. Irgendwas war da nicht sauber. Er hat ja auch nicht angefühlt, als wäre das sauber gewesen. Aber ich habe es ja gerade gesagt, man hat natürlich irgendwie bei Positionskämpfen hier vorne wahrscheinlich dann doch auch mal so grenzwertige Fälle. Die haben wir ja auch.